Herzlich willkommen und schön, dass du dieses Video angemacht hast. Ich habe für dich heute ein spannendes Thema vorbereitet und wenn du dich für Gott und Jesus interessierst, bin ich mir sicher, dass du auch durch dieses Thema etwas Neues, durchaus etwas Neues in deinem Leben erfahren wirst. Und mein Wunsch ist, dass du durch dieses Thema dir mehr Gedanken machen kannst über das Wort Gottes und eventuell auch über bestimmte Dinge, die du vielleicht bis jetzt anders betrachtet hast, diese Dinge vielleicht durchaus kritisch betrachtest oder zumindest auch meine Meinung teilst. Ich möchte mit diesem Thema keinen beleidigen oder jemandem zu nahe treten, aber durchaus bestimmte Dinge zeigen und offenlegen, die tatsächlich bei sehr vielen Christen meiner Ansicht nach falsch betrachtet werden. Und deswegen lohnt es sich durchaus darüber zu sprechen. Dieses Thema habe ich genannt, müssen Christen bestimmte Feiertage oder bestimmte Wochentage einhalten? Wenn wir zum Beispiel über den Sonntag sprechen, so können wir sagen, der überwiegende Teil der Christen, für die ist Sonntag mit ein Tag, der geheiligt wird, ein heiliger Tag, ein Tag, den man für Gott gibt, Gott ehrt, für Gott weiht. Aber es gibt auch andere Gruppierungen, die durchaus kleiner sind, die zum Beispiel sagen, Sonntag ist ein heidnischer Tag und die Bibel und Gott spricht eigentlich über einen anderen Wochentag. Dieser Wochentag wird Sabbat genannt und ist eigentlich der Samstag. Und deswegen achten sie anhand ihrer Überzeugung viel eher den Sabbat. Und der Sonntag ist für diese Menschen der normale klassische Feiertag. Und ich möchte einfach über diese Themen mir ein bisschen mit dir zusammen Gedanken machen, die Bibel aufschlagen, Bibelstellen lesen und auch ein bisschen weiter betrachten. Und mein Gedanke ist nicht, jemanden heute zu verurteilen, jemanden zu beleidigen, eines Besseren zu belehren oder etwas zu beweisen, sondern einfach bestimmte Details in der Bibel hervorheben, die für mich einmal sehr wichtig geworden sind. Und ich denke mal, zum Segen führen, wenn man das tatsächlich in dieser Art und Weise auslebt. Und deswegen möchte ich, dass dieser Segen auch für dich in deinem Leben offenbar wird und dass du auch einer bist, der dich viel mehr an Gott, auf Gott konzentrieren kannst. Ich werde für den ganzen Vortrag zwei Bibelübersetzungen verwenden. Das ist die Hoffnung für alle und die Luther 2017. Wobei ich nicht jedes Mal erwähnen werde, welche Übersetzung ich gerade lese, weil ich dir einfach vorschlage, die Bibel mitzunehmen und mit aufzuschlagen und wenn du Fragen hast, tatsächlich auch mal in einer anderen Übersetzung mit nachzugucken und so halt diese Bibelstellen vergleichen. Und wir beginnen unseren Vortrag mit 1. Mose, Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Ich denke mal, ich werde das so machen, dass ich zwei Durchläufe mache. Das heißt, wir werden erstmal eine Übersicht verschaffen anhand der ganzen Bibelstellen, die ich lesen und kommentieren werde. Und dann kehren wir wahrscheinlich sogar nochmal zu fast allen Bibelstellen wieder zurück und werden diese Bibelstellen im Einzelnen nochmal behandeln. Und somit werden wir tatsächlich einen Überblick der ganzen Bibelstellen uns verschaffen und auch den Gedanken Gottes dadurch noch realer sehen können. Deswegen nochmal 1. Mose, Kapitel 2, Vers 1 bis 3 und let's go. So wurden vollendet Himmel und Erde,
mit ihrem ganzen Herr. Und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Die ersten zwei Verse sagen erstmal aus, Gott hat etwas gemacht. Gott hat die Erde geschaffen, den Himmel geschaffen und alles, was überhaupt existierte, alles, was in seinem Plan war, wurde geschaffen, fertiggestellt. Inklusive Mensch. Zu allerletzt, der Mensch ist auch erst dann gekommen, wo alles fertig war. Gott hat nicht den Menschen zuerst gemacht und dann gesagt, warte mal, pass auf, ich habe ja vergessen, die Erde ist noch nicht fertig, aber gleich darfst du dahin und da machen wir noch ein paar Tierchen mit dazu. Nein, es war komplett alles fertig und zum Schluss hat Gott den Menschen geschaffen und hat gesagt, schau dir an, wie sieht's aus. Und dann steht hier geschrieben, es war ein siebter Tag und da hat er Pause gemacht. Und Vers 3 sagt, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hat. Ich möchte schon zum Anfang des Themas, des Gedanken, den ich dir vortragen werde, eine interessante Frage stellen. Hier steht geschrieben, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken. Oftmals höre ich Gedanken oder halt Argumente, die eigentlich so ein bisschen darauf hinausgehen, als ob Gott nur diesen einen siebten Tag geruht hat. Und eigentlich jetzt schon über 2000 Jahre lang keine Ruhe mehr findet, weil er im Grunde genommen allerhand zu tun hat. Er muss auf die Menschen aufpassen, die Menschen beschützen, bewahren, für die Menschen da sein, zuhören, was die Menschen ihm in seinen Gebeten vortragen, die Wünsche der Menschen erfüllen und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen könnte man, wenn man das so betrachtet, Gott ein ziemlich armer Kerl, weil er sich um so viele Dinge in dieser Welt kümmern muss. Also hat er für sich selbst quasi Arbeit geschaffen. Und mein Gedanke ist hier eigentlich von Anfang an sehr interessant. Gott hat gesagt, ich habe in 6 Tagen alles vollendet. Das heißt, er hat alles getan, was zu tun war. Und dann hat er den siebten Tag geschaffen und diesen Tag hat er geheiligt. Diesen Tag hat er hervorgehoben und hat gesagt, dieser Tag, an diesem Tag ruhe ich mich aus. Und was interessant ist, die Bibel erwähnt nicht mehr, was danach passierte. Es gab keinen 8. Tag, 9. Tag und 10. Tag. Gott hat den 7. Tag geschaffen. Und nach dem 7. Tag leben wir Menschen in einer Zeitzählung, aber Gott befindet sich meiner Meinung nach, und das werden wir nachher ganz doll betrachten und sehen, immer noch in dem Tag, an dem er sich ausruht. Und wir werden feststellen, dass Gott einen besonderen Gedanken für dich hat. Er möchte nämlich, dass du auch in der Lage bist, dich auszuruhen. Deswegen schlagen wir mehrere Bibelstellen auf und werden diese gemeinsam mit dir betrachten. Zuallererst die nächste Bibelstelle, 2. Mose, Kapitel 31, Vers 14. Eine sehr interessante Bibelstelle. Und eine Bibelstelle, die im Grunde genommen erstmal so ziemlich alles auf den Kopf stellen wird. Darum achtet den Sabbat als einen heiligen Tag. Wer ihn entweiht, muss sterben. Jeder, der am Sabbat irgendeine Arbeit verrichtet, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgeschlossen werden. Während wir in 1. Mose Kapitel 2 noch keinen Namen für den Tag vorfinden,
sondern die Bibel berichtet uns, es gab 6 Tage, an dem Gott etwas getan hat, und dann kam der 7. Tag. Sehen wir, dass in 2. Mose Gott einen bestimmten Namen für einen Tag gibt und eine besondere Aufgabe für den Volk gibt und sagt, diesen Tag sollst du ehren als einen heiligen Tag. Und dann sagt er noch weiter, für ihn ist es so wichtig, dass sein Volk diesen Tag ehrt, dass er sagt, wer diesen Tag entweihen wird, also wer diesen Befehl, diesen Auftrag nicht erfüllen wird, muss sterben. Jeder, der irgendeine Arbeit macht, verrichtet, hat sein Leben somit verwirkt und muss aus dem Volk ausgeschlossen werden, wobei hier eigentlich sogar deutlicher wird, muss eigentlich sterben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sieht's denn aus? Und die Christen sind oftmals wirklich in einer bestimmten Angstsituation, in einem Angstzustand, dass sie sagen, wir müssen unbedingt einen Tag in der Woche, das steht ja in der Bibel geschrieben, heiligen. Und egal, ob das jetzt Sonntag ist oder Sabbat ist, also Samstag, diese Menschen, die in diesem Verständnis leben, achten immer noch sehr dolle darauf, dass sie gerade an diesem Tag so gut wie gar nicht arbeiten. So gut wie gar nicht, werde ich nachher nochmal erwähnen, warum ich das so sage. Dieser Tag ist dafür da, dass man zum Beispiel die Kirche aufsucht, sich über Gott unterhält und so weiter und so fort. Und mein Gedanke ist oder meine Frage ist oder ich versuche zu hinterfragen, inwiefern ist diese Regel oder dieser Befehl Gottes, den er damals an sein Volk ausgesprochen hat, für uns genauso wichtig? Inwiefern hat das für uns Bestand, das in dieser Art und Weise zu machen? Ich gehe sogar ein bisschen weiter und möchte von vornherein vielleicht so ein Beispiel vorwerfen. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt an Weihnachten denken. Ja, ich möchte jetzt ein bisschen auch an Feiertage denken oder Osterfeiertage. Könnte man sich vorstellen, dass man zum Beispiel Weihnachten nicht feiert, auslässt? Abgesehen davon, dass zum Beispiel selbst die Familie mir sagen würde, die Kinder sagen würde, was soll das denn? Nee, ich kann auf meine Geschenke nicht verzichten, aber allgemein als Feiertag, als Feiertag, der für alle Christen Gültigkeit hat. Stellt euch vor, ich würde sagen, ich feiere kein Weihnachten. Da würde eigentlich in manchem Kopf die ganze Welt zusammenbrechen, weil ich ja damit quasi die Geburt Jesu Christi ablehne. Ja, man könnte sehr vieles begründen. Und deswegen ist halt schon wichtig, sich ein paar Gedanken darüber zu machen, was ist für uns wichtig oder wie meinte es Gott überhaupt damit? Lass uns deswegen Hebräer aufschlagen, Hebräer Kapitel 3, Hebräer Kapitel 4. Da wird sehr viel darüber gesprochen und ich schlage dir vor, sich diese Kapitel wirklich durchzulesen und dir darüber Gedanken zu machen. Ich werde ein paar Verse auszugsweise, wobei ich Hebräer Kapitel 4 fast komplett dann mit behandeln werde, und dass man das liest. Kapitel 3 ab Vers 5 und 6 erstmal. Mose war Gottes treuer Diener im Volk Israel, dem Haus, das ihm der Herr anvertraut hatte. So wurde er zum Hinweis für die Botschaft, die jetzt verkündet wird. Christus dagegen ist Gottes treuer Sohn und Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir, seine Gemeinde, wenn wir bis zum Ende entschlossen und freudig auf Christus vertrauen und uns durch nichts von der Hoffnung abbringen lassen, die unser Glaube uns schenkt. Lass uns erstmal hier 3 interessante Dinge feststellen. Mose war Gottes treuer Diener im Volk Israel, dem Haus, das ihm der Herr anvertraut hatte. Mose war ein Diener im Haus, im Volk Israel.
Das heißt, Mose hatte eine Aufgabe, im Haus oder im Israel etwas zu machen, etwas zu schaffen, etwas zu erstellen, zu erbauen. Und nächstes Detail, was hier sehr wichtig hervorgehoben wird, Christus dagegen ist Gottes treuer Sohn und Herr über Gottes Haus. Also kommt Christus mit ins Spiel und hier sagt der Schreiber an Hebräer, Christus ist der Herr über Gottes Haus. Und dann kommt das dritte Detail und dieses Haus sind wir seine Gemeinde. Also im Grunde genommen geht es hier sehr detailliert darum zu beschreiben, wer welche Position hatte und hat und wer welche Rolle einnimmt. Und zwar sagt hier es ganz genau aus, Jesus ist der Herr über sein Haus und dieses Haus sind wir. Also im Grunde genommen alle Christen, die an Gott glauben, die an seine Rettung glauben, die ihn in unser Leben, in ihr Leben aufnehmen. Und dann geht es weiter. Im Vers 18 kommt eine bestimmte Problematik hervor, die der Schreiber hier behandelt. Wem aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht hineinkommen konnten wegen des Unglaubens. Hier sagt der Schreiber, dass Gott jemandem den Zugang, und hier sagt er, für den Sabbat verwendet er einen neuen Begriff und sagt die Ruhe, er bezeichnet Sabbat als Ruhe, als den Ruhetag, könnte man damit als Eselsbrücke mit aufbauen. Aber er sagt, das ist die Ruhe. Und wem aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen. Und es geht hier auf einen bestimmten auf eine bestimmte Geschichte hinaus, die den Israeliten zum Beispiel verwehrt hatte, in das gelobte Land hineinzugehen. Und Israeliten konnten erstmal in das gelobte Land, in das Land Israel, in das Land Kanaan, nicht hineingehen, weil Gott den Israeliten gesagt hat, ich schenke euch dieses Land, ich habe es alles für euch vorbereitet und ihr könnt dieses Land jetzt in Besitz nehmen. Die Menschen haben aber in diesem Land Riesen entdeckt, unmögliche Dinge festgestellt, die sie mit ihrer eigenen Kraft nicht in der Lage sind zu bewältigen. Und deswegen hatten sie keinen Glauben daran, was Gott deren als Zusage geschenkt hat. Und aufgrund dieses Unglaubens, Vers 19, konnten sie nicht in die Ruhe, konnten sie nicht in das gelobte Land hineingehen. Also hat Gott hier schon etwas vorgehabt, nämlich durch den Einzug in das gelobte Land, den Israeliten eine Ruhe, einen Ruheort zu geben, den die aber nicht durch den Unglauben erreicht hatten. Und jetzt gehen wir weiter zu Hebräer 4 und ich lese diesen Abschnitt, Vers 1 bis 19, bis 11 und werde das ein bisschen im Schnelldurchlauf kommentieren. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt, denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Andere Übersetzungen sagen das ein bisschen deutlicher, finde ich, hat noch Bestand. Diese Zusage hat noch Gültigkeit. Und deswegen schreibt der Schreiber, Verfasser des Hebräerbriefes, lass uns alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt, dass möglichst jeder von uns in diese Ruhe, die Gott jetzt versprochen hat, die jetzt Gültigkeit hat, dass jeder in diese Ruhe eingehen mag. Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte dieses nichts, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört,
Aber sie vertrauten Gott nicht, oder andere sagen, sie glaubten Gott nicht. Sie glaubten nicht, dass Gott das alles schon gemacht hat, vorbereitet hat, und sie sollen in das Fertige hineinkommen. Und er sagt, lasst uns diese Botschaft, die gilt uns. Doch wir, die wir ihm vertrauen oder glauben, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Gott hat gesagt, in meinem Zorn über ihren Unglauben habe ich geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Und das sagte Gott, obwohl es diese Ruhe von allem Anfang an gab, als Gott die Welt geschaffen hatte. Hier geht es schon sinnbildlich nicht nur um diese kurzzeitige Ruhe, die Gott damals Israel geben wollte, sondern wir sehen, dass Paulus sagt ganz deutlich, die Geschichte mit dem Alten Testament, die Geschichte mit dem Gesetz, das war wie ein Vorbild für uns oder Vorbild für den endgültigen Gottesplan, der in voller Blüte im Neuen Testament in Erfüllung gehen soll. Und deswegen steht hier geschrieben, ja, wir sind diejenigen, die im Vertrauen und Glauben, und wir haben die Möglichkeit, in die Ruhe hineinzugehen. Und die, die nicht geglaubt haben damals, die sind nicht in die Ruhe, die vorzeitige Ruhe oder die Ruhe, die damals Gott dem israelischen Volk vorbereitet hat, sind nicht hineingegangen. Vers 4. Es heißt doch von siebten Schöpfungstag, hier kommt wieder Sabbat ins Spiel, nachdem Gott alles geschaffen hatte, ruhte er am siebten Tag von seiner Arbeit. Dennoch schwört Gott, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Gott sagt hier zu dem Volk, das an Gott nicht geglaubt hatte, das Volk, das in die Wüste zurückkehren sollte und dort sterben sollte, damit sie nicht in das verheißene Land hineingehen. Dennoch schwört Gott niemals, Sekunde mal, ja, Vers 5, dennoch schwört Gott, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Vers 6, das bedeutet, Gottes Angebot, uns seine Ruhe zu schenken, besteht auch heute noch. Zuerst galt dieses Versprechen ja unseren Vorfahren, doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzten. Sie widersetzten sich Gottes Willen oder Gottes gutem Willen sogar. Er wollte ihnen die Ruhe anbieten und sie wollten nicht hineingehen. Darum hat Gott einen neuen Tag festgesetzt, an dem er sein Versprechen erfüllen will. Dieser Tag heißt heute. Lange Zeit nach seiner ersten Zusage ließ er durch König David sagen, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Hätte Josua unsere Vorfahren tatsächlich in die Ruhe hineingeführt, würde Gott später nicht von einem anderen Tag sprechen. Das bedeutet, es gab ja trotzdem diesen Moment, als Josua damals das Volk, nachdem dieses erste Volk, das ungläubige Volk in der Sünde, in der Wüste ausgestorben ist, kam der zweite Tag, und an diesem zweiten Tag, Volk, an diesen Nachfahren, die sind dann in das gelobte Land Israel eingezogen. Aber hier sagt dieser Vers, hätte Josua unseren Vorfahren tatsächlich in die Ruhe hineingeführt, würde Gott später nicht von einem anderen Tag sprechen. Also durch König David, durch dieses prophetische Wort, dieser neue Tag. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Also wir sehen, dass hier dieser Sabbat, den das Volk Israel feiern sollte, nur eine Vorahnung auf den wahren Sabbat, auf die wahre Ruhe zeigen sollte. Und diese wahre Ruhe kam mit Jesus Christus, als er in diese Welt gekommen ist. Und Gottes Volk erwartet also bis heute diese Zeit der Ruhe. Hier schreibt der Schreiber, Gottes Volk, das Jesus Christus nicht erkannt hatte.
dass wiederum im Grunde genommen durch Unglauben nicht diese Realität, nicht das gesehen hat, was Gott schon lange prophezeit hat, hat es wieder nicht gesehen, wieder nicht erkannt und kommt wieder nicht in die Ruhe hinein, ja, in den wahren Sabbat. Deswegen erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe den wahren Sabbat. Und der wahre Sabbat offenbart sich in Jesus Christus. Vers 10, wer zu dieser Ruhe gefunden hat, also hier geht es nicht darum, dass dieser wahre Sabbat irgendwann kommen wird, wenn wir Christen zum Beispiel gestorben sind und im Himmel sind oder wenn die Entrückung kommt oder sonst was immer und dann kommt der wahre Sabbat. Nein, Vers 10 sagt hier ganz deutlich und ganz genau, wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird vor aller seiner Arbeit ausruhen können. Also gefunden hat. Ein Wort, das uns sagt, dass diese Ruhe tatsächlich gegenwärtig heute vorhanden ist. So wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Das heißt, diese Person, der Mensch, der heute zu Gott kommt, zu Christus kommt, an Jesus glaubt, ist eigentlich in der Lage, in einer Ruhe zu leben, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Oder man könnte hier tatsächlich sagen, immer noch ruht. Weil was mache ich, wenn ich in Gottes Gegenwart komme? Ruhe ich. Ich ruhe mich aus. Und wenn Gott arbeiten würde, müsste ich ja weiterhin arbeiten, müsste ich weiter unter Stress stehen. Hier steht aber nichts davon. Wenn ich zu Gott komme, komme ich in Ruhe. Und Vers 11 sagt hier deswegen Folgendes, darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Hier sagt der Schreiber wieder ganz deutlich und ganz klar, lasst uns alles daran setzen, dass uns niemand davon ablenkt. Ja, wir sollen in diese Ruhe hineingehen. Wir sollen in diese Ruhe, zu dieser Ruhe gelangen, damit niemand durch Ungehorsam oder durch Unglauben das Ziel verfehlt. Das heißt, wenn ich heute daran zweifle, dass ich in Gott die vollkommene Ruhe habe in meinem Leben, bin ich tatsächlich heute immer noch als Christ in der Lage, die Ruhe zu verfehlen. Und in meinem Leben, ich werde später noch ein bisschen genauer darauf eingehen, hatte ich einen langen Zeitabschnitt, wo ich tatsächlich als Christ gelebt habe, aber niemals die endgültige Ruhe in Gott besessen hatte. Ich war immer unruhig, selbst an meiner Errettung war ich immer in Zweifel. Ich musste immer mir etwas vor Gott verdienen, weil ich nicht an diese Zusagen, die Gott mir gegeben hat, geglaubt habe, weil ich daran gezweifelt habe, weil ich ein falsches Bild von Gott hatte. Und deswegen möchte ich dieses Bild von Gott dir heute präsentieren, wie Gott tatsächlich es gemeint hatte. Um diesen Gedanken weiter zu stützen, lesen wir ein paar weitere Bibelstellen, uns erstmal Kolosser Kapitel 2 ab Vers 13. Früher wart ihr gewissermaßen unbeschnitten, denn ihr habt euch von eurer sündigen Natur bestimmen lassen und wart durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und damit auf ewig vernichtet. Was sagt uns dieser Bibelausschnitt? Gott hat den Schuldschein, das Gesetz, das uns immer beschuldigt, mit seinen Forderungen, also Schuld hat Forderung, Konsequenz. Und diese Forderung belastete uns. Er hat es für ungültig erklärt. Womit oder wodurch? Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt. Das heißt, Jesus ist wieso ans Kreuz gegangen? Um unserer Sünden willen. Und diese Sünden, die wir begangen haben,
begehen werden vielleicht, aber sind plötzlich bei Gott immer in der Vergangenheitsform. Das heißt, das, was ich morgen tatsächlich aus Versehen mal machen werde oder vielleicht sogar bewusst machen werde, ist tatsächlich so, dass die Bibel sagt, in der Vergangenheitsform bei Gott aufgeführt sind. Nämlich deswegen, weil Gott ein für alle Mal ein Opfer gebracht hat und Jesus deswegen ans Kreuz gegangen ist. Und deswegen hat Gott alle Sünden der ganzen Welt ein für alle Mal ans Kreuz genagelt. Damit ist das Gesetz tot. Okay? So, Vers 15. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Hier sagt Apostel Paulus, auf diese Weise, durch diesen Sieg Jesu Christi, passierte etwas sehr Wichtiges, nämlich alle Mächte und Gewalten wurden entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt. Das heißt, sie wurden plötzlich ohnmächtig. Ihnen wurde die ganze Kraft, die ganze Macht genommen, uns Menschen vor Gott zu beschuldigen. Welche Aufgabe hatte der Teufel und hat immer noch, wenn wir nicht an Jesus Christus glauben, wenn wir nicht seine errettende Botschaft annehmen? Er ist immer derjenige, der vor Gott geht oder vor uns selbst sogar, vor unser Gewissen und sagt, pass auf, du lebst in Sünde, du hast das und das getan und deswegen verdienst du eigentlich den Tod. Der ist der Ankläger, der uns immer wieder versucht zu vernichten. Womit? Erstmal durch seine Lüge, mach das, schau mal, voll cool, wunderbar, schmeckt gut, sieht gut aus, ist wunderschön, fühlt sich gut an, versuch es doch mal. Sobald wir das gemacht haben, ist er wieder derjenige, der tatsächlich sagt, schau mal, was du angerichtet hast, schau mal, was du gemacht hast, siehst du, was das für ein Blödsinn ist? Du bist derjenige, der jetzt eigentlich kein Recht mehr zu leben hat, du bist derjenige, der jetzt sterben muss, du bist derjenige, der vor Gott schuldig bist. Das heißt, er hat diese Doppelfunktion, die immer wieder in unserem Leben in Erscheinung tritt. Und dennoch sagt hier Paulus eine ganz klare Botschaft, dass der Teufel dazu kein Recht mehr hat. Nämlich seit dem Moment, als Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er für deine und meine Schuld heute und morgen und übermorgen ein für alle Mal bezahlt, auf sich genommen, die Strafe dafür getragen. Und deswegen stehen wir heute nicht mehr unter dem Gesetz. Okay? Und dann kommt es darauf an, wenn wir nicht unter dem Gesetz stehen, was dann? Und hier steht weiter, Vers 16, darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage, über den Neumontag und über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Das alles sind nur schwache Abbilder einer Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. Und hier geht's wirklich ins Detail, nicht wahr? Schau mal, was hier passiert. Er sagt hier ganz deutlich, darum lasst euch keine Vorschriften machen über was? Über alle eure Gewohnheiten, die ihr bis jetzt gemacht habt. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder Mensch hat unterschiedlichen Geschmack, unterschiedliche Lebensansichten. Und wir Menschen versuchen jedes Mal, einem anderen Menschen etwas vorzugaukeln, etwas vorzureden, was er in seinem Leben zu tun und zu machen hat. Aber hier sagt Paulus ganz klar, lass es dir nicht sagen. Lass es dir nicht aufschwätzen, denn es ist Quatsch. Trinkgewohnheiten, bestimmte Feiertage, Neumontag, Sabbat, Sonntag, Weihnachten, Osterfeiertage, egal was, christlich, unchristlich, das sind alles Dinge, die uns eigentlich von etwas Bestimmten ablenken. Nämlich das, was damals als Religion tatsächlich da war.
Und Israeliten hatten sehr viele Feiertage, ja, die eingehalten werden mussten. Ja, das ist ja nicht nur Sabbat, sondern da waren mehrere bestimmte Feiertage, die tatsächlich fest eingehalten werden mussten. Und diese ganzen Tage sind plötzlich nicht mehr wichtig vor Gott. Warum? Weil diese Tage nur Abbilder oder ein Schatten oder ein Beispiel dessen war, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. Das heißt, diese ganzen Tage, die Gott damals aufgestellt hatte, inklusive Sabbat, Sonntag oder sonst was, sie zeigen nur auf das, was Christus ist, was wir in ihm bekommen. Okay? Lasst eure Rettung deshalb von niemanden in Frage stellen. Schon gar nicht von solchen Leuten, die sich in falsch verstandener Demut gefallen, Engel zu verehren und sich dabei stolz auf ihre Visionen berufen. Diese Menschen haben nicht den geringsten Grund, sich derart aufzuspielen. Sie drehen sich ja doch nur um sich selbst. Das heißt, diese Menschen haben bestimmte Dinge aufgestellt, um sich selbst zu präsentieren. Und halten sie sich nicht mehr an Christus, der doch das Haupt der Gemeinde ist. Denn nur von ihm her kann die Gemeinde als sein Leib zusammengehalten werden und gestützt durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wachsen, wie Gott es will. Also sagt hier Paulus ganz klar und ganz deutlich, was wir Christen in Christus sind. Wir sind seine Gemeinde, wir sind sein Leib und wir sind diejenigen, die nicht mehr sich an irgendwelche Vorschriften zu halten haben. Ich möchte damit nicht jetzt übertreiben und sagen, du darfst jetzt als Christ alles. Das ist eigentlich Blödsinn. Warum? Weil gerade als Christ bist du derjenige, der ja umso mehr aus Liebe zu Jesus, umso mehr zu einem besseren Menschen wirst. Weil er dich befreit von allen Süchten, von allen sündigen, von der sündigen Natur. Und dennoch bist du derjenige, der jetzt nicht bestimmte Dinge erfüllen musst. Weil du in Freiheit leben darfst. Und das ist sehr interessant. Daniel 7 sagt Interessantes in einer Vision voraus, was wir als Christen heute erleben dürfen. Kapitel 7, Vers 13. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision, mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Mensch. Oder weiter im Jüdischen steht Menschensohn. Man führte ihn zu dem, der von alters her ist. Und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen. Sein Reich wird niemals zerstört. Wir Christen, wir leben oft in voller Angst. Wir erwarten das Ende der Welt. Wir reden über das Ende der Welt. Wir predigen über das Ende der Welt. Wir jagen uns gegenseitig Angst ein und sagen, was kommt auf uns zu? Was für schwierige Zeiten kommen doch? Dabei beachten wir solche wichtigen Dinge, die in der Bibel stehen, irgendwie nicht. Hier steht ganz klar, selbst Daniel sieht in einer Vision etwas ganz Besonderes. Und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Wo? Im Himmel? Nein, auf der Erde. Im Himmel war er schon immer König. Im Himmel war er schon immer mächtig. Im Himmel hat er schon immer regiert. Nein, hier steht ganz deutlich, königliche Würde, wo die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Wer diente ihm? Im Himmel die Engel? Nein, hier geht es ganz konkret um Jesu Anspruch auf die Welt, auf die Erde.
Alle Menschen, alle Länder, alle Völker, alle Sprachen dienten ihm. Ist das nicht wunderbar? Für immer und ewig wird er herrschen, sein Reich wird niemals zerstört. Viele Christen glauben an das tausendjährige Reich. Es wird einmal ein super Zustand in dieser Welt sein, wenn Jesus in diese Welt kommen wird und tausend Jahre lang regieren wird. Was sagt hier die Bibel? Die Bibel sagt, seitdem Jesus den Sieg über Teufel erreicht hat, erlangt hat, regiert er in dieser Welt. Und deswegen stellt sich für mich die Frage, was für ein Christ bin ich heute, der nicht in der Lage ist, Jesus in dieser Welt als König, als Erretter, als Herrscher zu repräsentieren? Wie oft sind Menschen, die vom Teufel regiert werden, viel mutiger, viel stärker, viel präsenter in dieser Welt, die ihre Macht des Teufels ausbreiten, wobei er gar kein Recht mehr darauf hat. Und ich möchte dir heute zusprechen und sagen, du hast das offizielle Recht darauf, in dieser Welt im Namen Gottes zu regieren. Und deswegen die Frage, warum tust du das nicht? Das ist interessant, nicht wahr? Okay, wir gehen weiter. Epheser Kapitel 2 ab Vers 4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Was passiert hier? Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, was getan? Auch uns, die wir tot waren in den Sünden, wir waren mal tot. Sind wir jetzt tot? Nein, weil Jesus die Sünde besiegt hat, weil Jesus für die Sünde bezahlt hat, hat er uns mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und hier stellt sich die Frage, wann werden wir lebendig gemacht? Oder werden wir lebendig gemacht? Die Bibelstelle sagt etwas viel mehr. Die Bibel sagt, wir wurden lebendig gemacht. Das bedeutet, du bist heute, ich bin heute lebendig. Ein für alle Mal. Es verändert sich nicht. Was steht hier weiter? Er hat uns mit auferweckt. Das heißt, mit Jesus Christus bin ich erst wieder lebendig geworden. Also geistlich bin ich auferweckt. Und dann was? Und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Das heißt, wenn du heute zu Jesus sagst, ich nehme dich als meinen Erlöser, als meinen Erretter an, ich glaube daran, was du für mich getan hast, passiert etwas in deinem Geist. Dieser verändert sich und ein Teil von dir wird sofort lebendig. Und ab diesem Moment ist dein Wohnsitz zu ein Drittel nicht mehr auf dieser Welt, sondern was die Bibel sagt, eingesetzt im Himmel in Christus. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt bist du schon mit einem Teil von dir wo? Im Himmel. Du bist schon einfach einmal weg aus dieser Welt. Und nur zwei Teile, nämlich deine Seele und dein Körper, befinden sich in dieser Welt. Nur das Problem ist, dass durch deinen Körper, durch deine natürlichen Gefühle, dein Sehvermögen, die reale Welt, die du siehst, diktiert das deiner Seele, dass du tatsächlich noch weiter in dieser Welt lebst. Aber wenn du dich von der geistlichen Natur bestimmen lässt, wird sich in deinem Beisein, in deinem Bewusstsein etwas verändern und du wirst in der Lage sein, dich in dieser Welt anders zu orientieren.
damit er in den kömmlichen Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Das heißt, damit er in den kommenden Zeiten, also in den Zeiten, in der wir heute leben, nicht irgendwann in den kommenden Zeiten, sondern jetzt, nach seinem Tod, für alle Menschen, die an ihn glauben, möchte Gott etwas machen. Er möchte sein Reichtum, seiner Gnade und seiner Güte in Jesus Christus an uns erweisen. Er möchte dich und mich, dein und mein Leben bereichern. Und da stellt sich die Frage, warum nehmen wir Christen oftmals diesen Reichtum nicht an? Matthäus Kapitel 12, hier werde ich auszugsweise ein paar Bibelstellen lesen, ein paar Verse, aber eigentlich geht es hier erstmal Vers 1 bis 8 ein Abschnitt und dann der weitere übrigens auch über dieses selbe Thema. Hier geht es darum, zu der Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder und seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ehren auszurufen und zu essen. Und da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Pharisäer gucken, was die Jünger machen und klagen Jesus damit an und sagen, schau mal, was bist du denn für ein Lehrer? Deine Jünger machen eigentlich das, was verboten ist. Und nicht nur das. Eigentlich haben die einen berechtigten Grund nach deren Gesetzen, wobei das nicht mal so offiziell in diesen Gesetzen steht, aber nach deren Überlieferungen wären sie in der Lage und im Recht eigentlich diese Jünger zu töten. Und die sagen das Jesus. Was sagt Jesus am Ende? Er sagt hier sehr viel darüber und dann sagt er am Ende, ich sage euch aber, Vers 6, hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Was sagt er hier? Er sagt die Unschuldigen. Er zeigt auf die Jünger und sagt, die haben darin keine Schuld. Die sind unschuldig. Er rechtfertigt die und sagt, wieso? Weil, denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Er sagt, ab diesem Moment bin ich derjenige, den ihr eigentlich im Alten Testament sehen und erkennen solltet, bin ich mit unter euch. Das heißt, ihr habt ab jetzt nicht einmal in der Woche den Sabbat, sondern jedes Mal, wenn ihr mich seht, jedes Mal, wenn ihr in meiner Gegenwart seid, jedes Mal, wenn ich unter euch bin, seid ihr im Sabbat. Dürft ihr euch ausruhen, weil ich alles für euch getan habe. Ich bin der Herr über den Sabbat. Okay? Und das ist so wunderbar zu verstehen. Und deswegen lasst uns jetzt noch einmal diese Bibelstellen zusammenfassend noch einmal anschauen. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 3. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Was segnete Gott? Gott segnete den Ruhetag. Gott segnete die Ruhe als das, was für den Menschen bestimmt wurde. Er hat gesagt, dass der Mensch ab jetzt nicht mehr die Arbeit machen muss, die Gott gemacht hat. Er hat alles wunderbar gemacht. Er hat für alles eine sehr gute Zensur gemacht. Er hat gesagt, es ist alles perfekt. Dann hat er den Menschen hingestellt und hat gesagt, schau dir das alles an. Ich habe es für dich getan. Und nun sagt er zu dem Menschen, du musst nichts mehr machen, sondern du kannst alles anschauen und du kannst dich ausruhen. Du kannst das genießen, was ich für dich vorbereitet habe. Okay? Als der Mensch aus dieser Ruhe hinausfällt, durch die Sünde, die er gemacht hat, erlebt der Mensch einen bestimmten Zeitabschnitt in einer vollkommenen Unruhe. Und dann kommt der Moment, wo
Gott ein Experiment oder ein Modell aufbaut, das zeigen soll, das Gott offenbaren soll und das in Jesus Christus vollständig, komplett wiederhergestellt werden wird. Und dann sagt er, schafft er Gesetz und sagt in 2. Mose, Kapitel 31, darum achtet den Sabbat als einen heiligen Tag. In der Übersetzung kann dieses heilige Tag als etwas Besonderes, Hervorgehobenes, als einen Tag, der für euch bestimmt wurde, heiligt diesen Tag als einen Ruhetag für euch. Und wer diesen Tag entweiht, muss sterben. Der fällt automatisch aus dieser Ruhe raus. Das heißt, Gott möchte eigentlich etwas zeigen mit diesem Beispiel. Er sagt, wer in meiner Ruhe ist, wer in meine Ruhe hineingeht, der muss nichts mehr machen. Er kann sich vollkommen auf mich verlassen. Und wiederum, wer in meiner Ruhe anfängt etwas zu tun, anfängt etwas zu machen, dann bringt er meine Ruhe durcheinander. Dann sagt er damit aus, dass ich als Gott etwas falsch gemacht habe, etwas nicht zu Ende gedacht habe, etwas nicht fertiggestellt habe und deswegen muss der Mensch das, was ich gemacht habe, korrigieren. Damit spricht er sein Ungehorsam, sein Unglauben, sein Unvertrauen gegenüber von Gott aus. Und deswegen fällt dieser Mensch automatisch aus dieser Ruhe heraus. Und deswegen ist es so wichtig, gerade diese Bibelstelle ist so wichtig für uns, nicht als Gesetz zu verstehen, sondern umso mehr als Gnade Gottes, die Gott für uns vorbereitet hat. Das heißt, wir diejenigen, die Jesus angenommen haben, die Gott angenommen haben, und wir, diejenigen, die jetzt versuchen, Sonntag einzuhalten, Samstag einzuhalten, irgendwelche anderen Feiertage einzuhalten oder irgendwelche Essgewohnheiten einzuhalten und versuchen dadurch bei Gott unsere Gunst zu verdienen, sagen wir damit Gott, dass wir nicht in der Lage sind, Jesus und sein Erlösungswerk zu akzeptieren. Wir glauben nicht daran, dass Jesus für uns alles getan hat. Und wir sind der Meinung, dass wir durch unseren wunderbaren Sonntagsgottesdienst oder den Sabbattag oder was auch immer, wir versuchen, uns vor Gott recht zu fertigen. Wir versuchen zu evangelisieren, anderen Menschen von Gott zu erzählen. Und dann stehen wir vor Gott da und sagen, schau mal, ich habe für dich gespendet, ich habe das getan, ich habe das gemacht, ich bin so und so viel im Jahr sonntags zur Kirche gewesen. Ich bin doch ein guter Mensch. Und wenn ich vor Gott diese Eigenschaften bringe und sage, pass auf, ich bin doch eigentlich perfekt, dann sagt Gott, du bist aus meiner Ruhe herausgefallen. Du hast mich nicht verstanden. Du hast das, was Jesus für dich getan hat, abgelehnt. Und damit stehst du wieder, genauso wie die Menschen aus Altem Testament, unter dem Gesetz. Und deswegen stehst du unter der Verurteilung, weil du die Gnade, die ich dir vorbereitet habe, die Ruhe, die für dich bestimmt ist, der Sabbat, in dem du leben darfst, nicht annimmst in dein Leben. Das ist eine Wahrheit, die wir als Christen verstehen müssen. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt uns komplett faul hinlegen müssen als Menschen und nichts machen müssen. Nein. Wir Menschen haben unsere Verpflichtungen anderen Menschen gegenüber, unseren Familien gegenüber, unseren Mitmenschen gegenüber, unserer Regierung gegenüber, unseren Chefs gegenüber. Und das ist alles schön und gut. Das dürfen wir und müssen wir gerade erst als Christen wirklich mit gutem Bewusstsein machen, mit Beispiel vorangehen und sagen, pass auf, ich bin in Gott etwas Besonderes.
Wenn wir irgendwo in Schuld anderen Menschen gegenüber sind, haben wir es wieder gut zu machen. Und das müssen wir rein menschlich machen. Und das ist wunderbar so. Aber es bedeutet nicht, dass wir deswegen aus der Ruhe Gottes fallen müssen. Und selbst in meinem Leben gab es einen Abschnitt, wo ich extrem unruhig geworden bin. Wo ich eigentlich gedacht habe, wieso lebe ich überhaupt noch als Mensch? Und ich war dabei Christ. Ich habe gedacht, Gott, ich habe doch alles versucht für dich zu machen. Ich war ehrlich, ich war dir treu in allem, was du gesagt hast. Warum ist mein Leben aus den Fugen geraten? Warum passiert das in meinem Leben? Mein Leben war am Ende. Und als ich in die Ruhe hineingekommen bin, habe ich wieder Heilung für mein Herz bekommen, neue Kraft bekommen, neuen Lebensmut bekommen. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt mich ausruhen kann und sagen kann, nach mir die Sinnflut. Nein, als Mensch muss ich meine menschlichen Dinge ganz normal wieder gut machen. Und das ist gut so. Aber dennoch bin ich nicht im Stress, bin ich nicht in Zweifel, sondern ich weiß ganz genau, dass Gott über mir steht, dass ich mit einem Teil bei Gott im Himmel stehe und dass ich mein Leben bewusst orientieren kann in Gottes Gegenwart. Dass ich weiß ganz genau, er ist immer bei mir, er unterstützt mich, er hilft mir, er steht mir treu zur Seite. Ist das nicht wunderbar? Und das ist die Ruhe, die Gott dir heute gibt. Und diese Ruhe bekommst du nicht durch Samstag, durch Sonntag und durch irgendwelche deine Werke, die du vor Gott bringst. Nein, wenn du damit ankommst und sagst, das tue ich für dich und das tue ich für dich, es ist Mist, das ist Quatsch. Es hat für Gott keine Gültigkeit. Gott sagt, meine Gültigkeit bekommst du, wenn du an das glaubst, was ich für dich vorbereitet habe. An das annimmst, was ich dir zur Verfügung gestellt habe. Komm in mein gelobtes Land hinein. Komm in meinen Himmel und orientiere dich aus deiner geistlichen Gegenwart, nicht aus dem, was du mit deinen Augen siehst. Du kannst heute sehen, wie um dich herum die Welt untergeht, aber im Geist kannst du sagen, Jesus, du regierst, du bist der Sieger, du hast gesiegt. Und stellt euch vor, dass wenn alle Menschen in diesem Zustand der Ruhe Gottes hineingeraten, was wird mit dieser Welt passieren? Wenn wir die Welt nicht durch Angst retten, irgendwann, demnächst, kommt Gottes Strafe über euch, Gottes Gericht über euch, sondern wenn wir viel mehr Gottes Gnade und Liebe zeigen und sagen, schau mal, er hat alles für dich gemacht, geh in seine Ruhe ein, komm zu Gott. Wunderbar, nicht wahr? Deswegen möchte ich im Grunde genommen mit meinem Gedanken eigentlich zu Ende kommen und möchte dir noch eine Bibelstelle hier vorlesen, warum er das so wichtig hier sagt. Das ist Paulus, das ist in Kolosser Kapitel 2, ab Vers 16 noch einmal. Darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage, über den Neumondtag und über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Ich hoffe, du verstehst jetzt, was hier Paulus eigentlich meint. Es geht nicht darum, dass du das erfüllst, was früher im Alten Testament Gültigkeit hat. Es geht nicht darum, dass du heute versuchst, vor Gott gut darzustellen und dich abmühst, dich stresst und sagst, hoffentlich werde ich einmal in den Himmel kommen. Sondern es geht darum, dass du daran glaubst, dass Jesus Christus die Wirklichkeit dessen geworden ist, was im Alten Testament als Vorbilder, als Vorschau dessen geschaffen worden ist. Das alles sind nur schwache Abbilder, ein Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. Heute bist du derjenige, der in Freimut, in Freiheit zu Gott kommen kannst. Und deswegen dienst du nicht deswegen Gott, weil du etwas von ihm verdienst oder haben möchtest,
sondern du sprichst von Gott, du dienst Gott, du bist ein anderer Mensch, deswegen, weil du die Liebe Gottes erkannt hast, weil du die Veränderung in deinem Inneren bekommen hast und weil du die Liebe in deinem Herzen hinaustragen kannst, weil du die Ruhe, die in dir ist, in diese Welt hinaustragen kannst, weil du nicht mehr unter Stress sein musst, weil du nicht mehr vergeben musst, sondern vergeben darfst, weil du nicht mehr Herzschmerzen haben musst, sondern keine Herzschmerzen haben brauchst, weil du alles, was dich heute betrügt und belastet, auf Jesus ablegen kannst. Und er ist derjenige, der dir im Gegenzug seine Ruhe schenken möchte. Ich wünsche mir, dass du dieses Wort zu Herzen nimmst. Wenn es zu schwer war, zu kompliziert war im ersten Moment, dass du es dir vielleicht nochmal anhörst, vielleicht diese Bibelstelle nochmal durchgehst, und ich wünsche mir, dass du dadurch gesegnet bist. Und noch einmal dieses warnende Wort: Wenn du zu Gott immer noch durch deinen Unglauben kommst und versuchst, dich von ihm die Errettung irgendwie zu erarbeiten, dann sagst du damit eigentlich deinen Unglauben aus. Dann sagst du eigentlich, dass du nicht an Jesus glaubst. Dann sagst du eigentlich damit aus, dass Jesus, ich bin mir da nicht so sicher, ob du wirklich alles für mich getan hast. Ich möchte ja unbedingt in den Himmel und deswegen mache ich mal was aus meiner eigenen Kraft. Damit sagst du, dass er es nicht vollständig getan hat. Und damit fällst du in Unglauben rein und bist nicht in der Lage, in seine Ruhe, in das gelobte Land hineinzugehen. Und ich wünsche es mir nicht. Deswegen geht es mir darum, nicht dich zu verurteilen. Und es geht mir vielmehr darum, dass du nicht andere verurteilst, sondern einfach im Glauben Jesus annimmst. Feierst du heute Sonntag, feierst du heute Samstag, feierst du heute Montag, Dienstag oder Mittwoch, egal welchen Tag du feierst, feier am besten jeden Tag. Steh auf und sag: Herr, ich danke dir, dass ich mein Leben in deiner Ruhe genießen darf. Auch wenn ich heute Stress habe, weiß ich ganz genau, ich befinde mich in deiner Ruhe. Und du wirst sehen, wie Gott dich segnet und wie diese Ruhe auf einmal dein Herz und dein Leben beherrschen wird. Möge der Herr dich segnen. Und wenn du Vorschläge, Kommentare, Fragen hast, schreib das ruhig hier mit rein. Abonniere meinen Kanal. Und ich freue mich, wenn wir gemeinsam durch neue Fragen, durch neue Offenbarungen in Jesus Christus, in seiner Gnade wachsen dürfen. Sei gesegnet. Bis später wieder einmal. Tschüss.